Geht schon los. Sehr gut. Hi, ho und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Immer noch am Mittwoch eigentlich gedreht, aber gut, sei es drum. Ja, ich habe euch erzählt, ich möchte euch ein bisschen erzählen, wie es da in mir drin aussieht, so nach dem zweiten Overload direkt, aber eben auch so meistens so während des ersten Overloads. Und ja, ich wollte einfach mal ein bisschen was, ich wollte mein Inneres nach außen kehren, ohne mich dabei zu übergeben, weil das sagt man da ja, glaube ich, auch. Mami, sagt man das dabei? Das Innere nach außen kehren? Wenn man sich übergibt? Mit Mama! Das meinte ich jetzt nicht! Ich meinte jetzt nur das Wort! Ist das so eine Formulierung? Nein, umdrehen ist es nicht. Ach so. Übergeben, das Kurze. Hä? Okay, jetzt bin ich voll raus. Egal. Sei frisch. Nee, ich zieh's durch. Ist ja eklig. Ja, ist mein Leben. Gut, hätten wir das jetzt auch geklärt. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt das richtig formuliert habe oder nicht, aber wir ziehen es durch. Wer bis jetzt, bis hierhin durchgehalten hat, Respekt. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau, ich wollte sagen, ich glaube, für mich ist so der Punkt, also oft, was ich sehr unterschätze, ist, dass ich während dieser Overloads, ist man ja sehr schnell sehr müde, sehr erschöpft. Man hat irgendwie gar keine Kraft für gar nichts und man hat auch irgendwie gar keine Kraft, also wirklich körperlich auch keine Kraft mehr. Und man gerät total schnell aus der Puste. Also ich weiß noch, wie ich mir was zum Essen machen wollte. Es war eigentlich echt nur so eine Anrührsuppe. Und ich bin vom Rühren so müde geworden, dass ich erstmal schlafen gehen musste. Und ja, dann habe ich immer so dieses Gefühl, ich bin total der Versager in meinem Leben. Das ist wirklich, ich weiß, dass es wieder vorbeigeht. Ich weiß, dass es nicht so ewig ist, aber ich habe immer dieses totale Versagergefühl. Ich fühle mich wie der letzte Vollidiot. Ich komme immer selber so vor, als ob ich mir was vormache und es schlimmer darstelle, als es ist, bis ich dann die Sache, die ich machen will, probiere und dann merke, nee, eigentlich wäre es besser gewesen, ich jetzt gelassen, weil es ist schlimm, es ist noch schlimmer, als ich angenommen habe. Und dann komme ich mir immer so blöd vor, dass ich trotzdem immer wieder auf die Schnauze falle in dem Punkt. Also mehr während des Overloads. Wir reden jetzt wirklich während der Zeit drin. Was auch für mich unglaublich schwierig ist, ist natürlich das Reden. Wenn man mit jemandem was reden möchte, wenn man jemandem was erzählen möchte und man nichts mehr rauskriegt als ein Geknödel, ein Gefuchtel mit den Händen, ein Zeichen machen und der andere dann immer schon froh ist, wenn der andere nah dran ist an dem, was du ihm eigentlich erzählen möchtest. Und ich dann wirklich schon froh bin, dass ich eine Mom habe, die mich da relativ gut versteht. Und ja, ist schon auch, ist echt doof, wenn man sich dann auch, weil ich mir dann jedes Mal auch denke, meine Güte, kann ich nicht einfach den Mund aufmachen und was sagen? Und ja, ich weiß, dass ich es nicht kann, weil ich es nicht gerade in dem Moment nicht kann, aber man kommt sich einfach so bescheuert vor, dass man es nicht kann, wenn man sich denkt, wenn einem jeder sagt, ja, das Einfachste auf der Welt ist, die Dinge miteinander zu besprechen. Und man sich dann denkt, ja, stimmt, aber dazu muss man erstmal sprechen können. Dazu muss man sich erstmal aussprechen können, was man will. Ja, was ich auch so eine Sache, die ich sehr oft war, also die ich sehr oft habe und die ich dann aber auch für mich persönlich als sehr unangenehm befinde, ist eben, ich fühle mich sehr schlapp und ich bin dann wirklich so wie so ein nasser Sack. Ich hänge einfach irgendwo rum und manchmal habe ich so das Gefühl, meine Mutter könnte mich wie so ein nasses Handtuch einfach einmal übers Waschbecken drüber legen und das würde mir auch nicht mehr auffallen. Also, das ist ein doofes Gleichnis, aber so kommt es mir immer vor. Was mich auch unfassbar, ja, für mich persönlich dann, was ich schade finde, ist, ich schlafe dann sehr viel. Also ich schaffe da Minimum so 18 Stunden Schlaf. Und dann schlafe ich und schlafe ich und schlafe ich und ich werde einfach nicht fitter. Und ich habe das Gefühl, wie viel soll ich denn noch schlafen, damit ich nur ein bisschen mehr Energie bekomme, damit ich ein bisschen mehr kann, damit ich wieder ein bisschen fitter bin, damit ich wieder ein bisschen weiterkomme. Und es ist einfach so ärgerlich, wenn du da so viel schläfst, so viel Tusch für die Energie, so viel
ja, bisher auch immer futternd wie so eine Wahnsinnige. Jetzt, ich habe wirklich gefuttert wie ein Eichhörnchen, um Energie zu kriegen, aber es hilft halt auch nichts. Und das ist so doof. Und natürlich auch doof sind die Kopfschmerzen. Also diese ständigen Kopfschmerzen, die nerven mich brutal. Also ich kriege da sehr schnell sehr viel Kopfschmerzen. Und dann lege ich mich wieder hin, schlafe wieder und bin trotzdem wieder nicht fit, wenn ich aufwache. Also so ein ewiger Kreis. Ja, was mich auch nervt, ist, also was, also nervt ist nicht so das richtige Wort, aber was mir aufgefallen ist, ist, so spätestens nach dem zweiten, dritten Tag werde ich echt, echt depressiv. Ich werde da richtig, also ich merke wirklich so diese, ich kriege depressive Verstimmungen. Also ich bin dann wirklich an einem Punkt, wo ich dann auch nicht mehr aufstehen will, wo ich nicht mehr essen will, wo ich nichts mehr trinken will, weil es mir einfach alles zu viel, viel zu anstrengend, viel zu bescheuert und viel zu sinnfrei vorkommt. Und ich dann einfach nur noch am liebsten die ganze Zeit mit Decke über dem Kopf im Bett liegen bleiben würde, weil ich das Gefühl habe, ey, ob ich jetzt liegen bleibe und keine Energie habe oder ob ich aufstehe und keine Energie habe, macht doch auch keinen Unterschied mehr. Und dann habe ich wiederum sowas wie meine Eltern und meine Großeltern, die mich so unterstützen und mir so da sind für mich. Und dann denke ich mir so, nee, wenn ich jetzt liegen bleibe und einfach nichts mache, dann weiß ich nicht, ob ich nochmal aufstehe irgendwann. Weil wer sagt dann, dass ich den Moment nicht verpasse, wo der Overload vorbei ist und es mir wieder gut geht? Und ja, dann stehe ich doch auf und versuche doch irgendwie meinen Tag mit irgendwas zu füllen, auch wenn es nur ist, dass ich mir bei Harvest Moon Hühner kaufe, die ich dann Chicken, Mac und Nugget im Neunerpack taufe. Ich wollte das dann machen und das habe ich dann erledigt und dann war ich auch ultra stolz auf mich. Oder dass ich Tagebuch nachschreibe oder dass ich meinem Hasen zugucke, wie er da sitzt. Das kann ich dann wirklich. Ich kann stundenlang einfach da sitzen und irgendwelche Dinge anstarren, was ich übrigens auch als ausgesprochen gruselig befinde, wenn ich mir selbst zugucken würde. Also das, ich glaube, da hätte ich dann wirklich Sorge um mich, wenn ich das von außen betrachten müsste. Aber ja, das sind so diese Dinge, die ich dann, ja, die einen dann so, die dann in mir drin vorgehen. Aber andererseits muss ich auch sagen, dass ich eine unglaubliche Zufriedenheit habe, weil ich in der Lage meines Lebens bin, wo ich die Unterstützung habe und das Wissen, dass ich, auch wenn ich gerade in dem Moment nichts tun kann und auch wenn ich gerade geschwächt bin, dass ich dennoch ein Leben führen kann, das einigermaßen lebenswert ist. Weil ich eben so viele Leute um mich herum habe, die mich dann stützen und die mir Halt geben. Und das ist sowas, wo ich sagen muss, da bin ich auch immer wieder so unglaublich zufrieden mit allem eigentlich. Es klingt jetzt total doof, wenn man überlegt, dass man dann andererseits zu Depri ist, aber ich weiß nicht, geht bei mir beides. Ja, was noch? Was ich auch immer wieder so merke, ist dann natürlich auch so diese unglaubliche Hemmschwelle davor, rauszugehen oder auch bis nur, wenn es nur ist, bis zu einem Treppenaufsatz nieder nach unten, weil da die Getränke stehen und auch nur dahin zu gehen, weil es eben immer so diese Frage ist, wenn ich da jetzt nach unten latsch, komme ich dann auch wieder hoch, solange es jetzt gerade so kalt ist. Ich meine, im Sommerhalbjahr, da warte ich einfach, bis es dunkel ist und dann ist dann egal, ob es kalt ist, wenn es auch noch erfrischend, aber im Winterhalbjahr dann da unten zu versauern, ist nicht so angenehm. Da könnte ich vielleicht eine Geschichte erzählen. Ich bin nicht sicher, ob ich die nicht schon erzählt habe. Die Geschichte, als ich mich von ausgesperrt habe, das war auch so eine Nummer. Da habe ich mich ausgesperrt und bin dann auf dem Treppenaufgang hängen geblieben. Naja, ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken, ob ich die schon erzählt habe. Oder schreibt mir in die Kommentare, falls ihr es wisst, ob ich die schon erzählt habe oder ob ich die noch erzählen soll. Ja, was natürlich auch unpraktisch ist, wenn du sowas hast wie Anrufe. Du siehst auf dem Telefon, dass jemand dich anruft, mit dem du gerne sprichst, und du denkst dir dann so: Ja, ich würde jetzt abnehmen. Ja, du könntest mir was erzählen, aber ja, das brächte uns beide nichts, weil ich dir nicht antworten könnte, weil ich nichts sagen kann und ich dann nur am Telefon hängen und mich anhören wie eine Robbe. Das bringt uns dann beide, glaube ich, nicht weiter. Und ja, das sind so diese Sachen, die einen dann so
ja, auch zum Teil verletzen. Es ist einfach auch wirklich so, dass es mich traurig macht, dass ich nicht in der Lage bin, mit denen zu reden oder denen zu sagen, was mit mir los ist oder wie es in meinem Inneren aussieht, die mir wichtig sind. Oder eben auch einfach nur dieses Gefühl der Unzulänglichkeit. Naja, Gefühl trifft es nicht. Eher so dieser Eindruck der Unzulänglichkeit trifft es besser, so bei mir. Ja. Kennt ihr das? Habt ihr das auch manchmal? Wenn ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie es bei euch ist. Wenn es nicht so ist, dann schreibt mir, wie es bei euch ist. Das würde mich einfach interessieren. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.riedmeier@outlook.com. Ja, ich wünsche euch trotzdem noch ein wunderschönes Wochenende. Ich werde jetzt auf jeden Fall mich weiterhin bemühen, dass es mir bald besser geht. Und Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. Und ja. Das war eigentlich alles, was ich euch erzählen kann oder jetzt auch, ja, eigentlich wirklich kann, weil so supi-dupi einfaches Reden immer noch nicht. Ja, ist immer noch anstrengend, aber gut. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Ciao.